Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine Weihnachtskarte zeigen, die, ich sag mal, massentauglich ist, also von der man ganz gut viele Karten machen kann, weil man zum Beispiel nichts ausstanzen muss mit der Stanzmaschine, sondern einfach mit Stanzen arbeitet und wo man viel stempelt und einfach eine schöne Karte hat. Genau, und ihr seht hier schon ganz viele verschiedene, unterschiedliche Karten. Ich habe hier auch noch ein paar mehr, also ich habe wirklich viele gemacht. Und noch eine kurze Info, dieses Video nehme ich jetzt am 2. Mai auf. Das heißt, bis ihr das seht, dauert es noch eine ganze Weile. Denn ich habe tatsächlich dieses Jahr im April schon meine Weihnachtskarten für mein Team gemacht. Und ja, ihr seht, ich musste ein bisschen vorarbeiten und habe deswegen auch ein älteres Designerpapier, also vom letzten Jahr, und das ein oder andere ältere Stempelset verwendet. Zeige euch aber jetzt eine Alternative, die ich schon mal zeigen kann, was ich halt schon habe vom neuen Katalog. Ich habe ja den Mini-Katalog noch nicht gesehen, jetzt natürlich im Mai. Also es ist alles sehr früh, aber ihr könnt diese Karte mit jedem Designerpapier machen und mit jedem Spruch Stempel, den ihr habt für Weihnachten. Also da seid ihr total frei. Und jetzt zeige ich euch erstmal kurz verschiedene Arten. Also ich habe auf jeden Fall immer ein anderes Designerpapier verwendet. Vielleicht sollte ich euch auch eine Karte mal von innen zeigen. Machen wir mal die hier auf. Die Karte sieht jetzt äußerlich so aus. Das heißt, man hat hier so ein bisschen 3D mit diesem Tannenbaum, der hier so vorgehoben ist und so. Und ein kleines Schleifchen, ein kleines Rehlein. Wenn man die Karte dann aufmacht, hat man hier unten noch so eine Einschubkarte. Die muss ich natürlich noch beschriften für alle. Und habe dann hier, ja, einfach noch so ein kleines Highlight in der Karte quasi. Und die verschiedenen Farben vom Designerpapier, die wirken natürlich alle unterschiedlich. Ich habe auch unterschiedliche Bänder verwendet. Hier zum Beispiel den Leinenfaden. Hier mal den Hintergrund mit Rot wieder. Also das sind alles so, genau, verschiedene Motive. Hier ein goldenes Band. Hier wieder ein grünes. Im Hintergrund sind immer noch die Sternchen und so Paletten, die man noch so ein bisschen zur Verzierung aufbringt. Die Einschubkarten muss ich jetzt noch reinbauen dann, aber die sind natürlich in jeder Karte gleich. Die werden dann persönlich beschriftet. Genau. Einfach als Idee, dass ihr da wirklich verschiedenstes Designerpapier verwenden könnt. Und hier nochmal eine ganz grüne Karte. Finde ich auch schön. Also ich finde die alle toll und finde es witzig, dass die alle so unterschiedlich aussehen, obwohl sie eigentlich alle mit dem gleichen Grundpaket gearbeitet sind. Noch ein kleines Briefkuvertchen dazu, das schön beschriftet ist. Genau. Und die Karte könnt ihr super basteln. Und was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Kann ich euch auch ein bisschen näher hernehmen. Jetzt sind wir ja nicht mehr so viel da drin im Bild. Also an Material habe ich einmal Grundweiß extra stark für die Grundkarte benutzt. Und dann braucht ihr auch noch ein paar Reste dafür. Und den Farbkarton in Waldmoos, der ist für die Bäume. Ihr braucht dann natürlich auch noch ein bisschen Grundweiß, so Reststücke für die Etiketten und so. Und die Hauptmaterialien sind einmal die Grundkarte. Die Grundkarte hat ein Maß, wie es bei mir immer ist, 21 cm x 14 cm hoch, gefalzt bei 10,5 cm. Dann habt ihr so eine Klappkarte. Ein Stück habe ich jetzt schon bestempelt mit dem Maß 9 cm mal 7 cm, das seht ihr hier, grundweiß 9 mal 7 cm. Und dann habe ich noch zwei Stücke Designerpapier, ein größeres mit dem Maß 13 mal 9,5 und ein kleines mit 13 mal 3,5. So fand ich das vom Zuschnitt auch ganz gut, dass man da viel draus bekommt. Und genau, dann wie gesagt noch ein bisschen Reststück in Grundweiß und Reststück in Waldmoos. Und das ist alles, was ihr braucht. Ich habe auch schon ein bisschen was noch von meinen Resten. Also ihr seht, ich habe noch ein bisschen was da. Also ich habe einmal den Spruch, Gruß zum Fest, wobei ich euch das auch einfach zeigen kann. Einen Tannenbaum habe ich schon aufgestempelt und ausgestanzt, aber das zeige ich euch auch im Laufe des Videos natürlich. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Also ich habe mir gedacht, ich zeige euch das jetzt mal anhand von dem, was ich verwendet habe. Ich habe einmal ein älteres Stempelset verwendet, das heißt Festive Post. Das passt natürlich perfekt zur Briefmarkenstanze und hat halt diese Weihnachtsmotive mit dem Auto und dem Rehlein und so. Aber ihr könnt es natürlich auch umgestalten und mit aktuellen Produkten arbeiten. Deswegen werde ich das jetzt ein bisschen anders gestalten in diesem Video. Aber ich wollte euch mal zeigen, mit was ich die anderen Karten eben gemacht habe. Und jetzt benutze ich einmal die blühende Weihnachten und die Tannen und Karos. Also die Tannen und Karos bleiben uns zum Glück erhalten.
Und die Sprüche, ihr könnt euch dann natürlich nach dem richten, was ihr habt. Als erstes habe ich mir aufgestempelt die Tannen und Karus. Einmal auf Waldmoos, das habe ich eben jetzt noch übrig von meiner ganzen Produktion. Habe ich einfach in Waldmoos, das hat diese Bestellnummer, einmal diesen Karo-Stempel aufgestempelt und dann einmal ausgestanzt. Und wir stanzen uns den auch gleich aus. Und zwar ist das die Stanze, wenn ich sie denn jetzt finde, habe ich sie schon hergelegt. Musste. Ach, hier. Und zwar ist das die Stanze Nadelbaum. Die passt eben perfekt zu diesem Stempelset. Und wir brauchen da eben zusätzlich nochmal einen Tannenbaum, einen zweiten. Einmal gestempelt und einmal ohne Stempelung. Und dann brauchen wir noch so ein bisschen Reststücke, die wir uns bestempeln für diese Etiketten, die ich mir mit der Briefmarkenstanze zugestanzt habe. Also ich brauche einmal eins für das, ich sage jetzt mal Rehlein, wir machen es ja jetzt ein bisschen anders. Und einmal eines für den Gruß. Den Gruß könnte man auch vorher aufstempeln und danach ausstanzen. Das machen wir jetzt auch zur Sicherheit, dann ist man auf jeden Fall gerade. Ich schnappe mir jetzt einfach mal die blühende Weihnachten und nehme mir den Spruch raus. Frohe Feiertage, den finde ich schön. Den stempel ich mir jetzt mal auf. Als Farbgestaltung nehmt ihr einfach das, was für euer Designerpapier passt. Ich glaube, ich tendiere jetzt zu Merlot-Rot, dass ich das als Stempelfarbe verwende. Und Waldmoos so ein bisschen in Kombination. Und stempel mir jetzt den Spruch einmal in Merlot-Rot auf. Also wenn ich für mein Team bastel, dann liebe ich das, dass ich auch alte Stempelsets benutzen darf, kann. Oder wenn ich für jemand anders bastel, also nicht fürs Video natürlich. Und deswegen gerade meine Teamies bekommen oft von mir Sachen mit älteren Produkten, die ich einfach total gerne mag. Der Spruch ist echt etwas eng. Es geht gerade so. Für die Stanze. Aber es passt noch. Und das zweite Element möchte ich jetzt natürlich diesen schönen, brauche ich eine Unterlage erstmal, möchte ich den schönen Weihnachtsstern einbringen in das Ganze. Dann nehme ich mir jetzt mal einmal den schönen Zweig hier raus, den finde ich toll, den kann man wunderschön in den Hintergrund setzen. Und den kleinen Weihnachtsstern, genau so, dass man das vielleicht so ein bisschen gestaltet. Und vielleicht noch einen dritten, diesen ganz dünnen Zweig, wo ist der? Hier. Vielleicht kriegen wir den auch noch runter. Also das ist jetzt relativ spontan. Ihr nehmt einfach, was ihr habt, wie gesagt. Aber ich wollte euch jetzt auf jeden Fall ein Beispiel geben mit etwas, was es noch gibt im Sortiment. Genau. Dann nehme ich mir jetzt als Farben einmal Sahara Sand noch mit dazu als dritte Farbe. Also den Zweig möchte ich jetzt so in Sahara Sand da drüber stempeln. Oh, ist der schön, oder? Das ist wirklich ein wunderschönes Stempelset. Habe ich auch letztes Jahr viel damit gebastelt, kann ich euch mal hier oben verlinken. Dass ihr da auf jeden Fall mal vorbeischaut, denn da waren ganz tolle Karten dabei auch. Viele sehr aufwendige Sachen. Einmal den Weihnachtsstern. Und den Zweig würde ich jetzt in Waldmoos noch ein bisschen in den Hintergrund stempeln, wenn ich es denn finde. Irgendwie ist es gerade bei mir ein bisschen chaotisch. Genau. Aber dann nehme ich den zweiten Stempelabdruck. Also ich stempel mir den einmal ab. Ich glaube, mein Waldmoos ist ganz leer. Mal gucken, wo ich den am besten hinsetze. Mal hier unten. Genau, so ganz dezent. Wie so eine schöne, selber gestaltete Briefmarke. Ich glaube, ich lasse es sogar so. Ich könnte jetzt noch ein bisschen diese kleinen Knospen ausfüllen, aber ich glaube, ich finde es so ganz schön. Schön dezent. Ja, so lassen wir es. Ich räume ein bisschen auf. Genau, bevor ich aufräume, habe ich ja noch die Innenseite, die ich auch noch bestempeln möchte. Da gibt es noch einen kleinen Trick. Ich möchte jetzt hier einmal den Spruch viel Freude und Segen zu Weihnachten reinstempeln, da steht ja unten drunter noch das für Sie. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt draufstempeln, weil ich wahrscheinlich die Person, die die Karte kriegt, eher duze
Und deswegen möchte ich euch einmal zeigen, wenn ihr so einen Spruch natürlich möglichst gerade auf den Stempelblock aufnehmen wollt, dann legt euch den ein bisschen auf so Unterlagen mit Zeilen und positioniert dann möglichst gerade auch den Acrylblock darüber. Und wenn ihr jetzt so wie ich eben den unteren Teil nicht haben wollt auf eurem Papier, dann nehmt euch einfach so ein Post-it. Ich nehme jetzt das, was ich vorher mit den Maßen hatte, und klebe mir das über den Bereich, den ich nicht abstempeln will, damit ich hier keine Stempelfarbe aufnehme. Jetzt noch eine Sache, ich habe den Stempel noch gar nie abgestempelt. Den werde ich mir probehalber noch kurz auf dem Schmierpapier stempeln. Gucke ich jetzt natürlich auch schon, dass da der Spruch unten genau. Also den habe ich jetzt einmal abgestempelt und jetzt klebe ich mir hier nochmal den Post-it drüber. Gehe in meine Stempelfarbe. Besser ist es natürlich, wenn der Post-it auch wirklich gut klebt, was jetzt meiner irgendwie nicht mehr tut. So. Nehme mir da gut Farbe auf überall. Dann nehme ich mir den Kleber ab und kann den jetzt hier drauf stempeln. Und wichtig ist, ihr habt ja das, die 7x9 cm, die 7 cm sind diese hier, also ihr stempelt das auf diesen Bereich, auf der schmaler ist, also so hochkant. Und jetzt kann ich mir hier den Spruch schön drauf stempeln. Mache ich jetzt auch nochmal in Malotrot. Ist jetzt ein bisschen schlecht angegangen, aber man weiß, was man meint. Und man kann ja hier dann noch drüber schreiben für die Person von so und so, also man kann da ja noch was ergänzen. Genau. Aber jetzt haben wir soweit alles an Stempelarbeit gemacht. Was ich jetzt noch schön fände, wäre, wenn wir den Zweig hier nochmal unterkriegen. Der ist sehr edel. Wieder ins Sahara-Sand. Und dann haben wir alle Stempeleien gemacht. Und dann lege ich das mal auf die Seite. Können wir ans Zusammenbauen gehen und ich sehe aus wie ein Suckel. Wahnsinn, ich das immer schaffe. Ich muss ein bisschen rausgehen. Genau. Als erstes starte ich jetzt natürlich mal mit meiner Grunddesigner-Papiermattung, sage ich jetzt mal. Das mache ich einfach mit Flüssigkleber, klebe ich mir das hier auf und setze mir das hier schön mittig auf. Also der Rand ist diesmal ein bisschen größer als sonst. Normalerweise habe ich eher kleinere Ränder, aber hier fand ich es schön, wenn man auch noch ein bisschen was von dem Weißen ganz gut sieht. Okay, und dann klebe ich mir auch gleich mal einen Innenbereich ein. Das mache ich einfach so, dass ich die Karte, also dass ich nur hier oben ein bisschen Flüssigkleber anbringe und hier unten. Und dann auf eine Seite, nämlich auf die Seite, die dann hier außen hinkommt, einfach ein bisschen Kleber, dann wieder mit einem schönen Rahmen aufkleben. Und dann hat man hier auch schon diesen Effekt, dass man hier diese Karte so einstecken kann. So. Ich hatte ja bei meiner Musterkarte oder bei meinen Teamkarten hier unten noch das Auto hingestempelt. Das fand ich total süß. Das könnt ihr machen. Deswegen ist dieser Einleger relativ klein. Ihr könntet den Einleger auch ein bisschen größer machen. Oder ihr könnt es auch so machen wie ich jetzt hier. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn da gar nicht mehr so viel drauf ist. Man kann da unten nochmal vielleicht so einen Blumenstempel hinmachen. Ich glaube, das machen wir noch. Das bietet sich doch jetzt ganz, ganz gut an. Genau. Und dann hat man hier eine schöne Einschubkarte. Also eine Karte, die richtig viel Spaß macht, weil man ganz viel stempelt. Ich mache das immer so gern. Das ist für mich so richtig beruhigend. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus. Okay, und jetzt machen wir die Vorderseite. Und da habe ich so gemacht, dass ich angefangen habe, ich lege euch das mal hier rein als Muster, mit dem Baum, der nicht bestempelt ist. Den habe ich mir auch einfach mit Flüssigkleber einmal ganz unten quasi in die unterste Schicht reingeklebt, weil ich möchte so einen Aufbau haben. Und zwar, ja, der kommt so ein bisschen oberhalb von der Mitte und recht gerade kommt er da drauf. Dann habe ich diese bestempelte Briefmarke in Anführungsstrichen auch mit Flüssigkleber ganz flach aufgeklebt und so ein bisschen schräg. Das fand ich sehr schön. Und die kommt schon so ein ganz kleines bisschen hier über den Baum drüber, seht ihr? Ich bin jetzt fast am Überlegen, ob ich das nicht umdrehen soll. Ich zeige euch auch gleich warum. Aber bevor es festklebt, mache ich es jetzt mal so rum.
Und dann kommt dieser Baum in Dimension drauf. Also da habe ich einfach hinten die Dimensionals drauf gemacht. Nehme mir diese Folie ab und klebe mir den hier in Dimension, also mit Abstandspads nochmal auf. Und zwar so ganz leicht nach unten versetzt. Seht ihr das? Also der ist nicht genau da oben drüber gebaut, sondern so ein bisschen nach unten. Und das finde ich macht total den coolen Effekt. Das ist wie so ein kleiner Wald. Ich finde, das ist total schön und das hebt die Karte so ganz einfach, aber total schön irgendwie nochmal hervor. Und dann schnappe ich mir nochmal ein Dimensional und klebe mir noch hier diesen Gruß drüber. Bin jetzt auch am Überlegen, ob ich da noch was drüber stempeln soll. Oder ob ich den noch ein bisschen kleiner mache. Also ich hätte jetzt noch eine Idee, weil der Spruch ja relativ, wie wäre es, wenn wir das noch ein bisschen schmaler machen? Also was, wenn wir aus der Stanze noch ein bisschen was rausholen. Das heißt, ich würde das jetzt hier nochmal im Querformat ausstanzen. Ich glaube, das mache ich. Dann habe ich so eine viereckige Form. Und gleich noch ein bisschen was anderes. Und ihr habt gesehen, ich habe hier einfach so ein Post-it als Verlängerung hingeklebt, dass ich das dann gut in die Stanze reinmachen kann. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen andere Form. Ich glaube, das macht sich ganz gut, oder? Ist doch witzig. Hinten noch ein paar zwei Dimensionals draufkleben. So ist die Karte noch ein bisschen anders als das Original. Aber ich finde, es passt zu dem Text ein bisschen besser. Und dann klebe ich mir das noch hier so oben drüber. Also so hat man mehrere Lagen. Die unterste Schicht, eine Schicht drüber, nochmal eine Schicht und nochmal eine Schicht. Und so baut sich das Ganze so ein bisschen 3D-mäßig hier ganz schön auf. Genau. Und jetzt braucht die Karte nur noch ein bisschen Verzierung. Und zwar habe ich mir jetzt, ich glaube, das ist auch schon älter, es gab damals immer so Sets mit Paletten und Sternchen und so. Es hat auch noch so eine grüne Aufschicht. Ich weiß jetzt nicht, was im neuen Katalog dann kommen wird, aber normalerweise gibt es da auch immer so Paletten oder Sternchen und Strasssteine und so. Also das könnt ihr natürlich verwenden, bietet sich natürlich an. Oder ihr nehmt andere Perlen aus unseren ganzen Sortimenten. Ich gucke jetzt mal, was mir da gut gefallen könnte. Das sind ja auch Sachen, die ich total schön finde. Die liebe ich sehr. Oder vielleicht auch in Gold, also Goldakzente setzt. Ja, da guckt ihr mal, was ihr so ein bisschen an Schnickel die habt. Ich nehme jetzt nochmal die Sterne, glaube ich. Wobei, ich glaube, ich nehme die goldenen. Ich nehme jetzt mal die goldenen. Die sind nämlich auch schön groß. Und können wir ruhig mal so einen ganz großen nehmen. So einen richtigen Klunker. Ein bisschen kleiner da, der kommt weiter unten hin, der kommt hier hin. Und noch ein kleiner hier oben. Also die hauen richtig rein, das sind richtige Knaller. Oder ihr habt, wie gesagt, noch so Sternchen oder so, die ihr euch ganz gut aufkleben könnt. So Paletten, die selber kleben. Da hat man ja meistens irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, wäre es noch ganz schön, wenn wir eine kleine Schleife hinmachen. Dann nehme ich jetzt den Leinenfaden. Der hat diese Bestellnummer. Und binde mir da einfach noch so ein kleines Schleifchen. Einfach noch so ein bisschen als kleiner Hingucker. Sollte ich jetzt eigentlich schon Übung haben im Schleifchen binden. Mal gucken, wie es vor der Kamera klappt. Aber da klappt es auch ganz gut. Das ist immer mal besser, mal schlechter. Aber jetzt hat es gut geklappt. Können wir es noch ein bisschen kürzen. Und das mache ich so, dieses Schleifchen, das nehme ich mir einfach auf so ein kleines Mini-Klebepünktchen, auf so einen Glue-Dot, den ich mir erst rolle und dann zu so einem Punkt noch so ein bisschen, wie so wirklich so einen ganz kleinen Punkt so unter diesen Knoten reinsetze. Und das Ganze kommt dann noch hier schön unten auf meine auf diesen Zwischenbereich. Ja, und ich muss sagen, mir gefällt die Karte auch sehr gut. Jetzt können wir mal gucken, innen drin ist sie schon fertig. Also so habt ihr jetzt einfach eine schöne Idee für eine Karte, die man, wie gesagt, auch in großen Stückzahlen ganz gut produzieren kann, die hier innen noch so ein kleines Highlight hat mit diesen kleinen Einschubfächlein und wo man zum Beispiel auch super einen Gutschein verschenken könnte. Also ihr könntet natürlich hier auch eine Gutscheinkarte reinmachen. Oder auch einen persönlichen Gutschein zum Essen einladen, wie auch immer. Und ja, das ist einfach eine Karte, die ihr mit jedem Stempelset machen könnt, was ihr findet. Und die so ein bisschen diese 3D-Technik hat, dass man noch so ein bisschen nach oben arbeitet. Und das finde ich ganz schön mit diesem Nadelbaum und so. Und genau. Wie gesagt, ihr nehmt einfach, was ihr habt. Ihr habt jetzt gesehen, man kann es mit einem Blumenstempel machen. Man kann es natürlich auch zum Geburtstag ganz gut machen. Also das muss ja nicht unbedingt eine Weihnachtskarte sein. Aber ich denke, so habt ihr einfach ein paar verschiedene Ideen bekommen, wie ihr da eine ganz süße Karte gestalten könnt, die, wie gesagt, auch
mit mehr Masse gestaltet werden kann. Und was ich jetzt hier eigentlich ganz schön finde, sind natürlich diese Sternchen und so. Also vielleicht, ja, hätte sich das auch ganz gut gemacht. Aber das macht ihr einfach, wie es euch gefällt, nach eurem Geschmack, nach dem, was ihr habt. Und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal und wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Ich freue mich da sehr drüber. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal und schaut natürlich gerne auch meine Playlists von den letzten Jahren an. Da sind nochmal ganz viele Weihnachtsideen drin, ganz viele besondere, aufwendige Karten, einfachere Karten. Also da findet ihr auch ganz viel Input und kreatives, kreative Ideen einfach, genau. Also schaut da gerne vorbei. Ich freue mich auf euch und freue mich auf euch auch beim nächsten Mal. Bis dahin, kreativiert was Neues. Tschüss!